Guten Tag alle miteinander, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zurück zu Let's Kurz Undertale, meine Damen und Herren, auf Deutsch. Wo wir mal sehen, was hier heute so auf uns wartet. Hey! Ist der Mensch, das ist richtig. Du wirst dieses Rätsel lieben. Es wurde von dem großen Dr. Alphys erschaffen. Ja, dann ist ja alles in Ordnung. Aber siehst du diese Felder? Welche Felder bitte? Außer die, die 90% des Bildschirms einnehmen. Sobald ich den Schalter umlege, werden sich ihre Farben ändern. Jede Farbe hat eine andere Funktion. Das ist natürlich ganz toll. Rote Felder sind unpassierbar. Um Gottes Willen. Kannst du nicht betreten. Ja, deswegen sind sie unpassierbar. Ich habe verstanden. Gelbe Felder sind elektrisch. Sie werden dich schocken. Oh mein Gott. Grüne Felder sind Alarmfelder. Wenn du sie betrittst, musst du wahrscheinlich... Ja, wollte ich gerade sagen. Muss sie wahrscheinlich in eine Random Battle. Okay, also... Orange Felder lassen dich nach Orangen riechen. Du wirst danach köstlich riechen. Blaue Felder sind Wasserfelder. Schwimme, wenn du willst. Doch. Wenn du nach Orange riechst, werden dich die Piranhas beißen. Und wenn ein blaues Feld neben einem gelben Feld ist, bekommst du auch einen Stromschlag. Violette Felder sind glitschig. Meine Fresse, das soll ich mir jetzt tatsächlich alles merken. Und du schlitterst zum nächsten Feld. Doch die glitschige Seife riecht nach Zitronen. Das mögen die Piranhas nicht. Violett und Blau sind in Ordnung. Pinke Felder machen gar nichts. Betrete sie, wann immer du möchtest. Wie klingt das? Verstanden? Also verstanden habe ich das schon, aber gemerkt habe ich mir das alle nicht. Ja? Wir wollen mal sehen. Großartig, eine Sache gibt's noch. Dieses Rätsel ist komplett zufällig. Ja toll. Wenn ich diesen Schalter umlege, entsteht ein völlig neues Rätsel. Nicht einmal werde ich die Lösung... Nicht mal ich werde die Lösung können. Yeah, los geht's. Ja, dann, Achso, das bewegt sich jetzt aber nicht die ganze Zeit. Das bleibt schon gleich irgendwann stehen, oder? Ja, okay. Also, blau ist Wasser. Gelb ist jetzt ist alles rot. Ist kaputt. Muss ich bitte jetzt gar nicht alles merken? Das war jetzt aber traurig eigentlich. Die Spaghetti von vorhin, das war keine schlechte Leistung. Für meinen Bruder. Ach, warum? Seit du den Unterricht im Kochen nimmst, verstehst du? Wird er wirklich besser. Das spricht ja schon genauso wie sein Bruder. Wenn er weitermacht, wird nächstes Jahr etwas Essbares herauskommen. Ach komm, die Spaghetti waren doch ganz okay. Die waren halt nur eingefroren, weil draußen kalt ist. Wo ist er denn jetzt hin? Ist er jetzt ganz so traurig, dass er komplett abgehauen ist? Das ist schade. Hallo. Dieser Hund scheint einen Schnee an und in der Hoffnung, ihn in Kunst zu verwandeln. Kriegt er bestimmt irgendwann hin. Da bin ich felsenfest überzeugt. Ich bin zu 100% davon überzeugt, dass der den irgendwann zur Kunst macht. Und wahrscheinlich wird mich das gleich wieder sehr, sehr inspirieren und so ein Scheiß. Ich merk schon. Vorsicht vor dem Hund. Bitte Hund streicheln. Ja, da kriegen wir bestimmt hin. Auf dem Boden liegt eine Kiste mit Spitzen. Was? Spitzen oder Spritzen? Mit Spitzen. Einfach Spitzen. Okay, dann... Nehmen wir da mal so hin. Also, der Gedanke, dass der Hund wahrscheinlich, genau, niemals aufgibt, den perfekten Schneehund zu bauen, erfüllt dich mit Entschlossenheit. Ja, Gott sei Dank. Aber da ist aber, läuft doch. Was bist du? Aber du bist die Hipster-Kuh oder was? Oder bist du ein Bär? Ach, das ist ein Hund. Das habe ich jetzt nicht als Hund identifiziert, aber gut, dieser Hund, oder redet er nur? Dieser Hund sieht sich als Künstler, aber weiß nicht, was er erschaffen soll. Es hilft wohl nicht, dass sein Gehirn so groß ist wie ein kleiner Kauknochen. Och komm, meine Fresse. Seid nicht immer so gemein zueinander. Die Leute in dem Spiel sind so gemein zueinander. Lass mich raten. Warte mal. Oh Gott, nein. Oh Gott, nein. Das wird spaßig. Hallöchen. Ach, guck mal, ein Sans. Ein Schneesans. Papyrus, Entschuldigung. Das ist Papyrus, das daneben ist Sans. Sehr schön. Sans ist glorreich. Ich mag beide eigentlich. Also, das wird jetzt bestimmt wieder. Das wird richtig spaßig. Aber das Ding ist, ich kann ja eigentlich immer nur... Ach Quatsch, ich kann ja so. Ich kann ja so machen und dann kann ich ja hier hin. Aber jetzt kann ich ja dann nicht mehr... Ach so, und da falle ich auch noch runter. Um Gottes Willen, das heißt, ich darf nicht an den Rand. Jetzt muss ich ja nachdenken und so ein Scheiß, das ist ja fürchterlich. Was ist denn, wenn ich jetzt... Ich habe jetzt so und dann kann ich ja so. Und dann kann ich so und dann gehe ich jetzt nach links und gehe dann hier runter, ne? Und dann gehe ich so, so und das geht doch jetzt im Kreis. Ja, so ist doch gut. So ist richtig. Hör mal, das ist ja fantastisch, ist das ja. Guck dir das an. Und jetzt kriege ich, natürlich, jetzt steht eine Brücke. Was soll auch sonst passieren, wenn nicht eine verdammte Brücke? Oh, oh. Ich möchte mich sehen. Das wäre schön, aber... Ich möchte den Hut nochmal haben. Ich hatte einen Hut. Der Hut war toll. Da. Ich möchte immer Hüte haben. Ich weiß zwar nicht, warum ich rutsche, aber ich rutsche. Für die Leute, die ihn interessiert. Und ich hatte, das war ein Haus, ein Schneehaus, eine Schneehütte, quasi, also ein Iglu. Sowas ähnliches zumindest. So. Was ist das jetzt? Warte mal. Eine Schneespitz? Ist ein Spitz? Nee, ein Hund? Wuff. Steht auf dem Schild, das ist schön. Der Hund kann zwar nicht reden, aber dafür kann er gut schreiben. Und zwar, wuff. Was für eine kleine Hundehütte? Ja, ist bestimmt für einen kleinen Hund. Verstehst du? Ja. Hier muss ich bestimmt nicht... Hallo. Oh, guck mal, ein Hund. Das ist ja überraschenderweise. Ja, Wuff auch, mein Freund.
Der greift mich jetzt bestimmt an. Ja, nee, ist klar. Wo genau soll der sich jetzt versteckt haben, Alter? Sehr, sehr hübsch. Ein höherer Hund. Ja, schön. Hi, analysieren wir mal. Höherer Hund. 6 Angriff, 4 Verteidigung. So aufgeregt, dass er den Kampf für ein Spiel hält. Ja, dann sollen wir vielleicht auch mal wirklich mit ihm spielen. Wo? Ach du Scheiße. Nein, 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 nein. Wir wollen mich nicht töten. Das ist aber... Das ist ziemlich schnell schwer geworden. Höherer Hund ist nicht aufgeregt genug, um zu spielen. Das heißt, ich muss irgendwie dafür sorgen, dass der heilige Scheiße, dass der aufgeregter wird, ja? Das kriegen wir bestimmt. Höherer Hund sieht aufmerksam zu. Vielleicht sollen wir den erstmal streicheln. Höherer Hund ist zu weit weg, um zu streicheln. Das hat dich bei den anderen Hunden aber auch nicht so gestört. Das sind jetzt aber noch... Nein! Jetzt, die wechseln sogar ihre Farbe. Wie soll denn so ein alter Mensch wie ich darauf reagieren? Das ist ja fürchterlich. Oder jetzt muss ich das Rätsel nochmal machen. Ja, darf nicht enden. Ja, toll, danke. Ich würde gern weitermachen, aber stattdessen kam ein Hund, der mich umgebracht hat. Da bin ich nicht dran schuld. So. Spiele schuld. Na, weißt du was, bevor wir jetzt wieder zu dem Hund zurückgehen, gehen wir erstmal gucken, was hier unten so los ist. Vielleicht müssen wir zu dem Hund erst später hin. Wir gehen erstmal gucken. Was geht ab? Sagst du ja, gar nicht. The Hills have Eyes, oder was? Jetzt wird's aber hier so ein bisschen Sind das zwei verschiedene oder ist das immer derselbe? Giftrott. Stellt sich dir entgegen. Ja, hallo, Giftrott. Cooles Design. Geweih, meinte ich eigentlich. Was kann der denn so? Ach, den muss ich bestimmt dekorieren. Einige Kinder haben ihn für einen Scherz dekoriert. Ja, ja. Wahrscheinlich muss ich das dann gleich auch machen. Ist das etwa witzig? Nein. Also ich würde nie lachen über irgendwelche Leute, die dekoriert sind. Die machen mittlerweile ganz schön viel Schaden, meine Damen und Herren. Jammert, dass er keine Hände hat. Kann ich mir Hände geben? Beschenken. Abschmücken. Wir schmücken den mal ab. Du entfernst ein bohnenförmiges Lesezeichen, das ein Jugendlicher dort platziert hat. Das ist etwas besser. Also muss ich den ein paar Mal jetzt hier entschmücken. Und dann sind wir glücklich und zufrieden und können den ziehen lassen. Ja? Also müssen wir nochmal abschmücken. Du entfernst den Karton mit nicht hundegerechten Rosinen. Was für hundegerechte Rosinen? Was zur Hölle sind hundegerechte Rosinen? Also was wären hundegerechte... Also, wenn sie denn wären. Kann ich immer noch nicht, um Gottes Willen. Muss ich den nochmal abschminken. Entfernst den gestreiften Stock mit der Aufschrift Ich brauche einen Stock, um zu laufen. Was? Die Probleme sind verschwunden. Okay, also müssen wir den dann immer dreimal abschminken und dann abschminken vor allem. Und dann ist gut. 20 Gold. Ich hätte gerne... Habe ich Items dabei? Spinnendonut. Wie viel... Ja, scheiß drauf. Du bist den Spinnendonner. Du bist komplett geheilt. Ja, schön. Hätte ich das mal vorher gewusst, hätte ich nur irgendwas Kleineres genutzt. Aber das macht gar nichts. Sag mal, folgst du mir etwa? Nee, du bist zweimal auf diesem Bildschirm, mein Freund. Damit habe ich nichts zu tun. Um Gottes Willen, eine Höhle. Jetzt hier los. Und hallo? Achso, ich dachte, ich könnte damit reden. Oder vielleicht fängst du gleich an mit, hey, listen. Hey, listen. Das ist eine Tür. Ja, das ist korrekt. Ich muss die Lichter ausschalten wahrscheinlich. Muss ich die Lichter ausschalten? Nein, ich muss die Lichter nicht ausschalten. Gut, also muss ich nicht hier hin. Das heißt, ich muss doch erstmal zu dem Hund. Ja, dann toll. Danke. Das sieht aus wie... Guck mal, das sieht fast aus wie ein umgedrehtes Triforce mit einer Fee drüber von The Legend of Zelda. Aber nur ein kleines bisschen. Und in diesem Sinne, zurück zum Hund, meine Damen und Herren. Okay, so, Freundchen. Jetzt müssen wir erstmal schauen. Was müssen wir dir machen? Also Spielen hat nicht funktioniert. Streicheln hat nicht funktioniert. Zuzwinkern. Du rufst nach dem höheren Hund. Er springt auf dich zu und schlappert dein Gesicht ab. Toll, danke. Ich verstehe nicht so ganz, das ist irgendwie ziemlich uncool hier. Also den Angriff mag ich nicht, aber das macht gar nicht. Höherer Hund sucht Zuneigung. Sollen wir ihn streicheln? Höherer Hund legt sich auf deinen Schoß, als du ihn weiter streichelst. Das ist schön. Er fühlt sich so wohl, dass er einschläft. Sagst du. Ja, dann ist ja alles gut. Dann wacht er wieder auf. Das ist schön. Ist aufgeregt. Ja, hallo. Du bist auch mein Freund. Diese Angriffe mag ich mal so gar nicht. Wir mit seinem Pfoten im Schnee. Was können wir denn jetzt mal? Kann ich jetzt mit dem spielen? Du brauchst einen Schneeball und wirfst ihn auf den Hund zu. Das ist schön. Der Schneeball schlägt am Boden auf. Um Gottes Willen. Höherer Hund nimmt allen Schnee aus der Umgebung und bringt ihn zu dir. Jetzt ist der Hund müde. Er legt seinen Kopf auf deinen Schoß. Was für ein Quatsch, ey. Aber ist egal. Das ist schön. Das ist ja sehr niedlich auch. Könnte ich jetzt, möchte ein paar Streicheln. Also noch mehr Streicheln. Um Gottes Willen. Jetzt ist aber mal gut hier. Du bist ganz schön, als du den Hund streichelst, legt er sein ganzes Gewicht auf dich. Hör mal, jetzt wird's aber ein bisschen romantischer, oder? Du wirst langsamer. Aber du hast immer noch nicht genug gestreichelt. Okay. Verstehe. Oh, nein. Nein, 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 nein. Du bringst mich jetzt nicht um. Du wirst mich jetzt nicht umbringen, weil ich werde nämlich vorher ein Item nutzen, das mich davon, also abhält, umgebracht zu werden. Habe ich überhaupt noch irgendwas Tolles, weil ich irgendwie nice creme? Nein, nein, nein. Ach doch. Nein, das wollte ich nicht. Nein, 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 nein. Ich wollte die Nice-Creme essen. Scheiße. Fuck. Nein, nicht den Schneemann. Warum sollte ich den Schneemann essen? Den sollte ich in die Welt raustragen. Das hatte ich eigentlich auch vor. Meine Streichelkapazität beträgt 40%. Also muss ich den jetzt noch, was weiß ich, noch dreimal streicheln oder was? Du streichelst heftiger. Streichelkapazität erreicht 100%. Oh, jetzt. Der Hund legt sich mit hochgelegten Pfoten auf den Boden.
aber greift mich natürlich trotzdem noch an. Freundlich wie er ist. Ach Moment, da muss ich ja stehen bleiben, ich bin blöd. Hörerhund ist glücklich, ja, das ist schön, kann ich jetzt, ja, wunderschön. Hat sich ja gelohnt. 40 Gold haben wir gekriegt, das ist ja unglaublich. Oh, hallo, das ist ja nur eine Rüstung gewesen. Bist du jetzt mein Freund? Sehr schön. Okay, also, der war dann wohl ziemlich schwanzgesteuert. Ich weiß, ist erhöhtes Niveau. Hi. Du bist auch überall. Der Mensch, das ist die letzte und gefährlichste Herausforderung. Sieh hier. Der Spießrutenlauf des Schreckens. Gottes Willen. Oh nein. Da hängt ein Hund. Wenn ich das Wort gebe, wird er aktiviert werden. Kanonenfeuer, Stacheln, Schwerter. Jeder Teil wird hoch und runter schwingen. Das ist schön. Die Gewinnchancen werden winzig sein. Bist du bereit? Denn ich werde gleich anfangen. Ja, dann hau einen raus. Es passiert nichts. Na, was hält dich zurück? Was mich zurückhält? Ich werde es jetzt aktivieren. Okay, Schweigen im Walde, also, oder überm Walde in dem Fall. Das sieht mir nicht besonders aktiviert aus, ist richtig. Naja, diese Herausforderung schneit. Vielleicht macht das unseren Sieg zu schnell, genau. Wir sollten es nicht nutzen. Ich bin Skelett mit Standards. Meine Rätsel müssen fair bleiben und meine Fallen mit Expertise erstellt. Aber diese Methode ist so direkt, dass ich... Das hat keinen Sinn, keinen Stil, Entschuldigung. Hinfort damit. Okay. Ich mag die beiden. Puh. Ja, danke auch. Was starrst du mich so an? Das war erneut ein bedeutender Sieg für Papyrus. Ja, aber total. Nye. Nye. Hä? Es ist so ein sympathischer Haufen irgendwie. Man kann sich dann so richtig so in die reinversetzen. Es ist toll. Ich mag die Charaktere im Spiel so gerne. Jeden der drei Charaktere im Grunde genommen, mit denen ich bis jetzt geredet habe. Oder drei, vier. Ja, außer natürlich diese bescheuerte Blume. Die Blume war ein Arschloch. Ich weiß nicht, was mein Bruder jetzt machen wird. Wenn ich du wäre, würde ich sicherstellen, dass blaue Angriffe, also würde ich blaue Angriffe zu verstehen. Blaue Angriffe zu verstehen. Was auch, ja, klar, blaue Angriffe sind, glaube ich, die, wo ich stehen bleiben muss. Ne? Willkommen in Snowdin. Heißt Snowdin etwa Edward mit Vornamen. Jetzt haben wir wieder einen rausgehauen. Und speichern kann ich auch noch. Das ist ja unglaublich. Das ist die erste Stadt, in der wir angekommen sind. Der Anblick einer so netten Stadt erfüllt mich mit Entschlossenheit. Ja, klar. Also entschuldige mal, wenn nicht der Anblick einer so wunderschönen Stadt? Ich bin total begeistert. Ja, klar, die möchte natürlich, ihr könnt natürlich dann jetzt erstmal das Bonbon wieder mitnehmen, weil, ich habe ja so viel sonst nicht mehr bei. Also, Laden in, kann ich hier schlafen? Oh, hier sind noch ein Iglu, ein Hunde-Iglu. Oh nein, das hatte ich nicht vor. Aber das ist natürlich praktisch. Das ist schön, Fast Travel. Also das Spiel besitzt auch Fast Travel, ich bin sehr erfreut. Oh, eine Weihnachtsstadt, wir sind zwar ein bisschen spät dran für Weihnachten, aber das macht gar nichts, dafür haben wir einen Laden. Ja, heilige Scheiße, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass das jetzt hier so kommt, meine Fresse. Du bist aber nah dran. Du bist in meiner persönlichen Bubble drin. Mach mal erstmal, geh mal einen Schritt zurück, Freundchen. Hallo Reisender, wie kann ich dir helfen? Kaufen, verkaufen, reden. Reden ist toll. Hallo sagen. Hi. Willkommen in Snowdin. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich hier zuletzt ein neues Gesicht sah. Woher kommst du? Aus der Hauptstadt? Du siehst mir nicht nach einem Touristen aus, das ist richtig. Bist du alleine hier? Ja, Entschuldigung, mal klar. Ich bin ja wohl ein Kind. Kinder sind immer alleine da und retten die Welt. Hast du noch nie ein RPG gespielt oder what? Das ist ja unglaublich. Was gibt's denn hier so Schönes? Du willst wissen, was man hier in Snowdin unternehmen kann? Bei Grillbys gibt es Essen und die Bibliothek hat jede Menge Informationen. Richtig, wenn du müde bist, kannst du dich im Inneren ausruhen. Man könnte natürlich auch Hotel sagen, aber das macht gar nichts. Ist gleich nebenan, meine Schwester leitet es. Ja, das ist schön. Und wenn dir langweilig ist, setz dich draußen hin und beobachte diese schrulligen Skelette. Die sind nicht schrullig. Nur weil du ein lila Hase bist, heißt das nicht direkt, dass du so abwertend über die beiden reden kannst. Dafür gibt es zwei. Ich denke, das sind Brüder. Die sind eines Tages hier angeblich aufgetaucht. Seitdem ist die Stadt ein gutes Stück interessanter geworden. Jetzt ist es mal. Hör auf zu meckern. Du Vollhorst. Stadtgeschichte, meine Damen und Herren. Denk jetzt zurück an den Geschichtsunterricht, den ich in diesem Spiel noch nicht so oft hatte, aber danke der Nachfrage. Vor langer Zeit lebten Monster in den Waldruinen. Um es kurz zu fassen, wir haben die Ruinen verlassen und sind zum Höhlenende gewandert. Irgendwann haben ein paar flauschige Gesellen die Kälte gemocht und sich in Snowdin niedergelassen. Ja, Gott sei Dank rennst du in Tanktops durch die Gegend, weil es so kalt hier ist, ne? Ich verstehe schon. Aber einen Hut hast du auf, weil... Nicht, dass der Kopf zu sehr friert. Oh, ich versuche am besten nicht, die Ruinen zu erforschen. Achso, ich soll da nicht versuchen. Entschuldige mal, natürlich. Wenn in einem RPG dir jemand sagt, du sollst irgendwas nicht tun, dann ist das Erste, was du gefälligst zu tun hast. Das ist schon mal Regel Nummer 1. So, also, erzähl mir nicht, was ich nicht zu tun habe. Ich lass mir von dir gar nichts sagen. Die Tür ist seit Ewigkeiten verschlossen. Solange du kein Geist bist oder nicht unter die Tür gräbst, okay, oder dich nicht unter die Tür gräbst, kannst du es vergessen. Ja, klar. Natürlich, ich werde nie im Leben diese Ruinen von innen sehen. Im Leben nicht. Erzähl mir was von deinem Leben als lila Hase mit Tanktop im Winter. Würde mich riesig interessieren, wenn das überhaupt ein Hase ist. Wahrscheinlich sind wir ein Hund und ich erkenne es, das ist für mich ein Hase. So, dein Leben ist wie immer. Ein wenig beengt.
Aber wir alle wissen, wir alle wissen tief in mir, dass die Freiheit eines Tages kommt, nicht wahr? Ja klar. Solange wir Hoffnung haben, können wir Tag für Tag jede Schwierigkeit bewältigen. Das ist richtig. Das ist ja immer, das ist schon inspirativ bis zum Gehen nicht mehr hier. So ist das Leben, nicht wahr? Ja, das ist richtig. Dann hauen wir mal ab, ne? Was hat hier noch so ein Stirnband? Plus 7 Defense. Den Handschuh, den ich angezogen habe, ist eine Waffe. Das freut mich. Dann nehmen wir mal hier Stirnband, weil plus 7 Defense ist mit Sicherheit toll. Außerdem kann ich mir das ohne weiteres leisten. Weil Defense, heilt 11 HP mal 2, zweimal essbar. Oder einmal 22. Ich glaube, da ich ja sowieso nur 20 HP habe, ist ja das ja eigentlich viel klüger, oder? Da kaufen wir davon mal irgendwie. Ich trage so viel bei mir, das ist schön. Okay, was habe ich denn noch? Wie etwas verkaufen? Sieht das ja aus wie ein Leihhaus? Ich weiß ja nicht, wie das in deiner Heimat läuft, aber... Wenn ich Geld für Äste und benutzte Verbände verschwenden würde, wäre ich schnell pleite. Okay, das heißt, ich kann den in dem Spiel nicht verkaufen. Okay, verstehe. Aber dafür habe ich ja meine tolle Truhe. Und kann gehen. Auf Wiedersehen. Komm, wann immer du willst. Ja, habe ich vor, meine Damen und Herren. Und vor allem mein toller Freund Hase und so. Das ist ja schön. Da kann ich ja wirklich... Das können wir einkaufen. Jetzt fängt das Spiel dann so langsam aber sicher an. Das Problem ist, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, was das hier alles ist. Ich gehe mal davon aus, dass das eine Waffe ist. Ich gehe mal davon aus, dass das eine Waffe ist. Und den Rest brauchen wir noch. Das Stirnband ziehe ich nämlich jetzt an. So. Benutzen. Genau, jetzt habe ich nämlich plus 7 Verteidigung. Was ganz fein sein wird in der nächsten Episode. Bis dahin hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Falls ja, like mal bitte kaputt kloppen, meine Damen und Herren. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Und hochoffiziell winkenderweise bis zum nächsten Video. Ja. Das war jetzt aber unenergisch. Ja, so, viel besser. Tschö.